Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen auf Hof Bergmann Reloaded zusammen mit Guden und Skipper. Hallo. Moin, moin. Das ist so edel, wenn man sagt, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, bitte nehmen Sie Platz, schnallen Sie sich an. Genau, das Die. Mitschneiden der Veranstaltung ist verboten. Genau. Ich habe übrigens mal unsere Buttermachmaschine hier mal wieder in Betrieb gesetzt. Buttermachmaschine. Wir müssen immer gucken, wir haben jetzt 30.000 Liter Butter, Milch. Wir müssen mal gucken, ob wir da jetzt nichts bald. Was ist da jetzt? Man möchte mir nicht einer Grobmann helfen kommen. Ja, können wir später machen. Ich denke mal, das eine Feld machen wir noch runter und dann. Ja, ich komme da gleich hin. Ich würde nur gerade jetzt mal ein bisschen Butter verkaufen. Weil wenn das so ist, dann hätte ich lieber mit 3 km/h geschwadet, als hier zu bubbern. Wir schwaden aber nicht. Aber du darfst danach direkt das Feld 22 grubbern, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, oder? Hatten wir heute Bin in einem sowieso nicht mehr. Rückwärtsgang unterwegs. Aber ich muss ehrlich sagen, so der Winter, zum einen, ich habe jetzt irgendwie so langsam wieder Bock auf Frühling, obwohl es noch gar nicht so richtig losging. Es ist noch nicht mal Winteranfang, David. Ja, doch, eigentlich schon. Der Anfang Doch, Dezember ist schon meteorologischer Winter. schon. Ja, wann ist, der hat jetzt angefangen, aber dann erst vor kurzem jetzt, oder? Ja. Ersten. Aber, ja. Frühling wäre halt schon so langsam cool. Oder, worauf ich irgendwie auch mal Bock hätte, weißt du, so richtig eingeschneit, 2, 3 Tage. Zu Hause Tee trinken, Netflixen, sonst nichts tun. Da hätte ich mal irgendwie Bock Wobei drauf. oh, das kein wäre auch Strom, ziemlich kein cool, ja. Netflix. Ausschlafen. Was hast du jetzt gesagt, Skipper? Kein Strom, kein Netflix, ne? Ja, Strom, wer sagt denn, dass wir keinen Strom haben? Ja, was hat das damit zu tun? Also so ein bisschen Schneesturm, so ein bisschen Eis. Also ich hatte hier noch Der nie. Okay, vielleicht mal so, ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, mal so für eine Stunde Stromausfall. Nein, nicht für eine Stunde. Für, keine Ahnung, 10 Sekunden Stromausfall, 30 Sekunden Stromausfall. Aber länger hatte ich noch nie Stromausfall hier. hatte, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Da lief eine Sendung auf WDR aus dem Münsterland von 2005. Und naja, so wie da die Hochspannungsmasten umgekippt sind, da war halt nicht viel mit Strom, ne? War das nicht hier, wie hieß dieser eine Sturm vor 10 Jahren nochmal, der so richtig krass war? Kyrill? War das Kyrill? Nee, Nee, Kyrill ist Kyrill nur war. 10 Jahre alt. Kyrill war im Sommer, glaube ich. Nicht Das war halt in letzten den. Sommer. Das ist schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall. Das sind Ja, auf jeden ist. Fall bei uns hier in den Wäldern. Wenn du da häufiger mit Fahrrad durchgefahren bist, hast du richtig gesehen, wie viel da einfach Ja. umgekippt ist bei dem Sturm. Und ich glaube, da hatten wir, also zumindest war das so ein so ein, ja, wie soll man sagen, ein so ein Gewittersturm war auf jeden Fall der krasseste, den ich bis jetzt mitgekriegt habe. Da hatten wir sogar zwei Dachpfannen, die sich verabschiedet haben. Jetzt Wintergewitter oder was? Nee, so generell jetzt sind wir irgendwie gerade aufs Thema Stürme gekommen, ne? Ah, nicht schön, aber selten, fertig. Ja. Ne, ich habe jetzt hier ein bisschen crazy geladen, aber das muss so. Obwohl ich mag Gewitter, Blitze, Donner eigentlich auch ganz gerne, wenn man dabei in seinem trockenen Zimmer sitzt. Ja. Ja, was ich dann nur hasse, ist dann, dass du den Rechner dann anmachen kannst. Obwohl ich jetzt so einen Überspannungsschutz mir mal zugelegt habe. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich habe ihn bis jetzt aber fast immer angelassen, außer das Gewitter war richtig krass. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du das Ding jetzt eben mal für eine halbe Stunde aus. Na, für mich, Naja. also ich finde das zu, ich finde den PC zu teuer dafür. Also früher, wenn ich nicht zu Hause war, tagsüber oder nachts und mein PC hat eh mal durchgehend hochgeladen, ist auch nie was passiert. So habe ich dann das immer so ein bisschen gerechtfertigt. Sonst ist auch nichts passiert. Ist jetzt Ja, nicht die wenn auf einmal schlauste. doch was passiert wäre. Wenn was Na passiert gut. wäre, war dann neues Hätte ich. Netzteil, neues Mainboard, ne? Ja, wenn das reicht. Wenn er komplett durchhaut, dann. Was sagen? Also, wenn er durchs Netzteil durch komplett durchhaut, dann haut er die auch in die Grafikkarte rein. Und in die CPU. Und das wird teuer. Ja, ein komplett neuer Rechner. Ja, wobei die meisten Netzteile haben halt Überspannungsschutz, ne? Ja, das habe ich jetzt gemerkt, wie mein letztes durchgeschmort ist. Da ist der PC auch runtergefahren und zwar im Eilverfahren und dann nachher ist er so.
Da hat es richtig schön verschmort gestunken. Ja, ich bin ja ehrlich gesagt, das ist ja auch so ein, gut, führt uns vielleicht einen Tacken wieder zurück zum Thema der letzten Folge am Ende. Aber ich habe ja jetzt, ist mir letztens aufgefallen, ich habe diesen PC hier quasi die Basis bis auf die Grafikkarte gekauft zum LS13 Force Mod. Quasi zu der Zeit. Das ist jetzt einfach so lange schon wieder her. 3 Jahre. Und? So 3,5 Jahre. Nächstes Jahr Juli oder wann hat er sein 4. Jahr, die CPU. Und der läuft einfach immer noch richtig geil. Naja, gut. Ich habe jetzt also teilweise manche Schwierigkeiten schon gehabt. Wobei ich das bei dir auch immer ein bisschen noch, eigentlich noch komisch fand, weil du hast eigentlich den krasseren Rechner von uns beiden. Naja, von der Grafikkarte her schon. Wobei... Nee, ich habe die krassere... David hat doch jetzt die 1080 Ti. Naja, ich wollte gerade sagen... Halt, aber ich sag mal so, dein Rechner war halt früher so zu der Zeit, als ich mir meinen gekauft habe, so das, wovon man geträumt hat. Ja, so viel hat auch damals gekostet. Ja, ein richtiger kleiner Traum. Ich war auch echt immer zufrieden, also ich merke halt nur jetzt langsam geht im Runnet die Puste aus, ist immer noch sehr solide, aber ich hole mir mehr grafisch das alles aus Spielen raus, was möglich ist. Ja, wobei bei Grafikkarten ist ja auch der Wertverlust sehr hoch, ne? Ja, klar. Im Endeffekt ist Elektronik nach einer Zeit meistens dann eh irgendwann fast für die Tonne vom Wert her. Wobei, bei CPUs geht es. Die sind nach einer Zeit immer noch relativ viel wert. Mainboards ist am Anfang, also wenn das Mainboard noch aktuell ist, dann nicht. Kriegst du gebraucht nicht so viel dafür. Wenn das Mainboard dann aber schon älter wird und du das neue nicht mehr kriegst, sondern nur noch gebrauchte für den Sockel, dann ist das wieder relativ viel wert. Nur irgendwann auch wieder nicht mehr. Ja, also ich habe mir mittlerweile echt überlegt, ich behalte diese CPU sicher noch 1-2 Jahre. Gut, meine Grafikkarte wird mich wahrscheinlich auch noch 3 Jahre oder so begleiten, denke ich mal. Die werde ich auch lange fahren und ja, je nachdem, entweder wenn ich in 2-3 Jahren sage, mein PC ist jetzt zu lahm, dann werde ich aufrüsten, aber den hier als Streaming-Rechner oder sowas behalten, wenn man mal in die Richtung gehen sollte. Aber ich bin jetzt nicht mehr so auf den Trip. Man kennt ja auch viele Leute, die sagen, ich kaufe mir jedes Jahr nämlich das neue Intel i7 Update mit. Und im Endeffekt bringt es fast gar nichts, weil über die Jahre hinweg wurden die in der Regel eher immer energiesparender und gar nicht schneller. Oder halt nur minimal schneller. Die Notwendigkeit, ganz ehrlich. Ja. Also bei der habt ihr in meinem alten noch eine Sandy Bridge CPU. Ja. In die 5. Von der ersten Core i-Serie zur zweiten war ja noch der Sprung recht groß, aber dann sind die Sprünge ja auch immer weiter geschrumpft. Ja, die haben die Nanometer runtergeschraubt und konnten Energie sparen. Und gut, ein bisschen, die haben immer ein bisschen nach und nach den Takt noch erhöht und so, sodass du unterm Strich auch immer einen Tacken schneller warst, aber ich sag mal, wenn du Sandy Bridge, und das ist eigentlich, das muss man sagen, ich habe ja in meinem alten Rechner hier vorher auch eine Sandy Bridge gehabt. Das ist eine geniale CPU, weil die kann richtig Takt ab. Also du kannst den i7 von damals locker auf 4,5 GHz laufen lassen, ja, stabil, gut, unter Luft, mit guten Temperaturen. Und dann hast du eine CPU, die immer noch eigentlich top ist. Ist deiner geköpft, David, dein jetziger? Was? Deine CPU, ob die geköpft ist. Mein Devil's Canyon nicht, nee. Der hat auch, glaube ich, ein verlötetes PCB. Ja, so den Heatspreader verlötet. Die Devil's Canyon hatten da eine andere Technologie. Was hast du? i7 4790K, ne? Ja. Ja, aber das ist doch ein Broadwell oder Haskell. Nee, das ist Devil's Canyon heißt das. Okay. Das war, den gab's nur für den i5 und i7 nur in dem Jahr. Da haben die nämlich quasi, Haswell hatte ja das Problem beim 4770K. Dass die zu heiß wurden, weil die, also, ich glaube, Daniel hat davon jetzt nicht so viel Ahnung, ne? Ich halte mich hier komplett raus. Du hast quasi den Chipsatz, also du weißt doch, wie so eine CPU aussieht, ne? Das ist ja so ein Alu-Klötzchen, sag ich mal. Klar. Unten hast du die Pins und unter, also diese Alu-Abdeckung, die du siehst, die ist eigentlich nur so ein Millimeter dick oder so. Darunter sitzt dann im Endeffekt wirklich der Chip. Und zwischen diesem Alu und dem Chip ist so eine Art Kühlmasse.
Also Wärmeleitpaste im Endeffekt nicht. Wärmeleitpaste kommt dann wiederum da drauf. Aber auf jeden Fall ist da ein Stoff dazwischen, der die Temperatur übertragen soll. Und Und entweder das ist halt diese Masse, oder so wie bei meinem jetzt, bei meinem alten und meinem neuen, der ist verlötet. Da ist dann Lot dazwischen. genau, und Boah, das was ist bringt nämlich das? besser. Lot ist besser als Nee, wa diese. warum muss die Wärme da übertragen werden? Weil der Chipsatz hat ja die Temperatur, da drin entsteht ja die Temperatur. Die wird dann quasi Ah, an und die wird dieses. abgeleitet. Die wird einfach nur, damit Ja. die rausgeht. Ah, okay. Und das Ganze, ich sag mal, der Kühler ist ja dann so ein bisschen die Verlängerung davon. Einfach, dass das sich auf eine größere Fläche verteilt, dass du die Temperatur besser wegbekommst. Ja, und Verlöten hat halt einfach den Vorteil. Vor allen Dingen auch, ich glaube, das Problem war noch nicht mal so, dass die diese leitende Masse, also temperaturleitende Masse, die dazwischen verwendet wurde sonst, so schlecht war von der Wärmeleitfähigkeit her. Also das Problem ist, dass dadurch, glaube ich, höhere Spaltmaße aufgetreten sind und du quasi dann entsprechend einen halben Millimeter mehr, halben Millimeter ist wahrscheinlich schon übertrieben, aber entsprechend mehr Strecke dazwischen hattest, die du zurücklegen musstest mit der Wärme und dadurch dann die Temperatur so schlecht war bei den bei manchen Generationen. Ja, wobei die aktuellen Intel, die eigentlich musst du die nicht ungeköpft kaufen, weil die werden dann sowieso viel zu warm. Ja gut, du kannst doch Ja, gut. CPUs fast wieso nicht geköpft kaufen, wirklich. Ja, doch. Also bei Caskin kannst du die geköpft kaufen. Geköpft Die werden heißt dann für schon. Daniel jetzt, du hast den Chipsatz darüber, dieses Blech, sage ich mal, ne? Den Heatspreader. Genau, das also geköpft ist quasi, du gehst da mit so einer Art Meißel dazwischen und schlägst den ab. Damit du halt quasi den Kühler könntest du dann theoretisch, wenn du wolltest, direkt auf den Chipsatz montieren. Ja, wobei Ich glaube, das ist aber bei mir so. Das Bei den könnte sogar meisten sein, ja, geköpften. bei deiner Bei den meisten CPU. geköpften. Ihr redet jetzt über die CPU die ganze Zeit, oder? Ja. Hey, also ich habe direkt auf meiner CPU zwei Kühler sitzen. Direkt drauf. Dran. Ja, aber ich glaube nicht auf den Chipsatz. Es ist Keine ein Ahnung. bisschen, ist schon bremslich, sage Bei ich mal, mir ist weil das wenn so, du. bei mir ist das so ein Würfel. Ja, das ist dann selber der CPU-Kühler, aber es geht jetzt nur um die CPU. Also wenn du quasi Ja. deine gekaufte CPU sozusagen in der Mitte trennst, das Gehäuse Ja. davon quasi Ah. runternehmen, das Und dann ist, ist. Nee, macht das man ist. eigentlich Das ist nicht. also mit Sicherheit nicht bei mir. So, Gerade bei richtig. einer über 1000 € teuren CPU, dabei kann dir die nämlich ganz einfach kaputt gehen. Wenn du da ein bisschen stark drauf drückst, dann ist die dann auch schon Schrott. Ja. Also Wobei, das das Ding ist. hat schon eine Bewandtnis. Okay. Aber es ist halt so eigentlich sowas für extreme Overclocker, dass du dann sagst, Ja, ich lasse das Ding ab. Oder ich mach das Ding weil ab. eigentlich Ja, aber was lässt bringt das? ja, noch bessere bessere Temperaturen. Temperaturableitung. Weil, wenn der halt zu warm wird, ich weiß nicht wann, aber ich glaube, so bei spätestens 95 Grad senkt er halt den Takt, dass er von den Temperaturen herunterkommt. Wenn du, aber eigentlich lässt du den Heatspreader dann auch nicht weg, wenn du den köpfst, sondern du gibst halt statt dieser wärmeleitenden Masse Flüssigmetall, dass die Temperatur Ja, dann dann gießt leitet. du das mit flüssigem Metall auf oder sowas, ne? Ja, und dann setzt du den wieder zusammen und in den Sockel. Ist auf jeden Fall eine riskante Sache, dabei geht dir so ein Ding auch schnell mal kaputt. Das macht man als Normalo eigentlich nicht. Gut, dann habe ich das mit Ja, Sicherheit nicht. Das weil ist so das also. feine, das ganz feine Tuning, wenn es dann nochmal darum Ja. geht, die letzten Megahertz rauszuholen, wenn du vielleicht irgendwelche Taktratenrekorde machen willst. Weil die aktuellen, also die High-End-Plattform von Intel, die sind auch nicht mehr verlötet, ne? Nee. Ne, die sind auch mit diesem Scheißzeug da. Naja, solange sie was taugen. Ich bin ganz froh, dass ich aktuell keine muss. So kann ich quasi so viele Generationen überspringen, dass irgendwann der Umstieg wieder groß ist. Aber wahrscheinlich werde ich mir beim nächsten Mal auch wieder einen relativ dicken Rechner dann holen. Ja, ist halt einfach, brauche ich halt. Im Endeffekt läuft ja auch jeden Tag mehrere Stunden. Von daher lohnt es sich dann irgendwo wieder. Ja. Aber ja, mal schauen. Wir müssen Ja. jetzt gucken, dass wir relativ schnell Gras bekommen. Skipper, hast du noch Gras eigentlich im Ladewagen drin? Dann ist alles raus. Ja, weil du bläst Das. das nämlich alles auf den Heuboden. Das wird dadurch getrocknet zu Heu. Ja, das war doch aber schon gezettelt auf dem Feld. Ah, okay, wir brauchen auf jeden Fall Gras.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir rechts und links an der Obstplantage mal die Bäume, die Wiese da wegschneiden. Oh, das hat noch Zeit. Ich gehe jetzt noch gerade ein paar Kühe kaufen. Wir haben jetzt schon wieder 50.000 Euro durch Diverse Verkäufe. ja durch Äpfelverkäufe und die Butter, die ich jetzt verkauft habe. Aber ich würde fast sagen, wir beenden mal diese recht technische Folge. Ja. Und Und sehen dann. uns das nächste Mal wieder. Genau. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.